Hallo ihr Lieben, heute steht bei mir einiges an Gartenarbeit auf dem Plan und da möchte ich euch heute mitnehmen. Wir haben Anfang Mai, es ist der 2. Mai, jetzt sind die ersten schönen, wirklich auch schon sehr heißen Tage und im Garten gibt es jede Menge zu tun. Ich habe noch nicht viel geschafft, also da muss ich jetzt echt mal einen Zahn zulegen, dass die Samen in die Erde kommen, die Kartoffeln in die Erde kommen und dass dann bei uns bald ganz viel Gemüse wächst. Ja, meine Jungpflanzenanzucht lief dieses Jahr wirklich super gut. Ich habe zum einen nicht zu viel gemacht, die letzten Jahre hatte ich immer viel zu viel. Und zum anderen sind alle Sachen sehr, sehr gut gewachsen. Ich habe die auch regelmäßig gedüngt. Habe direkt von Anfang an was gegen die Trauermücken gemacht und hatte da wirklich gar keine Probleme. Und im Keller mit meinem Kunstlicht und mit meiner Wärmematte und ja, diesem Gewächshaus-ähnlichen Schrank, ja, lief das echt richtig gut. Und so kann es die nächsten Jahre weitergehen. Ja, und jetzt geht's auf in den Garten. Gestern haben wir hier angefangen, die Kartoffeln zu legen und 1, 2, 3, 4 Reihen sind schon geschafft und jetzt mache ich hier weiter und da hinten ist noch viel zu tun, da muss noch die komplette Erde gelockert werden und das ganze Unkraut muss raus und dann muss ich noch die Dämme hier weiterziehen. Ja, und dann wird das hier unser kompletter Kartoffelacker. Ansonsten habe ich hier noch ganz viel Beetfläche und da wächst auch noch nicht so viel. Hier das vordere Beet liegt noch brach, also da muss ich auch noch die Erde lockern, Unkraut raus. Und ja, dann muss ich ganz viel aussäen und da muss ich erstmal gucken, was ich so aussäen möchte. Ich habe mir zwar schon so ein bisschen Plan gemacht, aber meistens halte ich mich da nicht so dran. Hier wächst schon fleißig der Mangold. Der hat einfach ein Beet überwintert, der ist ja mehrjährig. Und ja, der ist schon ganz schön weit ausgetrieben. Ansonsten hier vorne bei diesen komischen Teilen, das sind Schneckenkragen, da habe ich schon verschiedene Salate eingepflanzt, Pflücksalate und so. Da wächst schon fleißig was. Ja, und hier habe ich einfach so ein bisschen Saatgut eingeworfen. Da wächst ein bisschen Asiasalat, Paradieschen, zwischendrin so ein bisschen Spinat. Ja, aber das werde ich dann auch nochmal komplett auflockern, abernten und was Neues aussäen. Und hier vorne ist schon fleißig der Salat am Wachsen. Und hier bei meinem großen Mauerbauprojekt habe ich jetzt ein Kiesfundament gemacht. Hier so einmal außenrum. Und legt dann jetzt hier die Steine hin. Das wird eine Trockenmauer. Dazu wird es aber ein separates Video geben. Ansonsten haben wir hier oben noch ganz viel Beetfläche. Also es sind schon mal 1, 2, 3 Beete. Hier entsteht gerade noch ein viertes. Und irgendwann soll hier das auch noch alles zu Beet werden. Das war auch schon mal ein Beet, aber das ist wieder so zugewuchert, dass ich da auch erst nochmal fleißig ran muss. Ich denke mal, das werde ich dann jetzt ganz dick mulchen und dann einfach so liegen lassen bis nächstes Jahr und dann nächstes Jahr daraus Beete machen.
Ansonsten, ja, gibt's hier viel zu tun. Hier wächst schon eine Reihe Radieschen, Spinat, Pastinaken. Da muss man mal so ein bisschen das Beikraut entfernen. Hier muss ich weitermachen. Da muss noch mal ein bisschen Unkraut raus und ja, ganz viel aussäen müssen wir jetzt, damit wir dann auch was ernten können. Und hier hinten wächst schon Knoblauch und die Karotten. Eine Reihe Karotten. Da muss man jetzt auch mal so ein bisschen Unkraut weg und die Karotten so ein bisschen ausdünnen. Also wenn ich zu viele ausgesät habe und die zu eng stehen, dann müssen die ein bisschen ausgedünnt werden, weil sonst kommt da keine Karotte, sondern nur viele kleine. Und das wollen wir ja nicht. Und seit einigen Wochen haben wir neue Mitbewohner. Da sind Störche eingezogen. Also es ist ein Storchennest. Und man sieht es jetzt zwar nicht, aber ich glaube, die Störchin ist da und ja doch, ich sehe was bewegen. Die brütet. Da wird es bald Nachwuchs geben. So, und ich mache mich jetzt an den Kartoffelacker und lege weiter die Kartoffeln. Habe ich noch mehr Pflanzkartoffeln aus dem Keller geholt. Die stehen hier schon so seit einigen Wochen am Fenster. Haben richtig schöne Keimlinge gebildet und die kommen jetzt so in die Erde. Und ganz wichtig ist auch Schilder zum Beschriften mit den Sorten, damit ich dieses Jahr endlich mal weiß, wo welche Sorte gewachsen ist, damit ich dann auch sehen kann, wie gut die jeweiligen Sorten wachsen. Die letzten Jahre bin ich immer nicht dazu gekommen, meine Beete zu beschriften.
So, ich habe gerade eine kleine Pause gemacht, weil da oben knallt die Sonne ganz schön und zur Mittagszeit ist es dann da oben echt richtig heiß. Bevor ich jetzt oben weitermache, mache ich hier schnell noch was fertig. Und zwar habe ich gestern angefangen, hier so einen kleinen Hocker zu basteln, der dann zu einem Stuhl passt, den ich letztes Jahr gebaut habe. Und der ist dann dafür da, um die Füße drauf zu legen. Das werde ich dann noch zeigen. Säge ich die einmal zu. Ja, ganz schönes Chaos hier. Hier müsste man mal wieder aufräumen. So, jetzt habe ich die Leisten hier alle zugeschnitten und jetzt werden die noch fixiert und dann haben wir so ein kleines Höckerchen, wo man die Füße ablegen kann oder auch mal was draufstellen kann und das alles so aus Resthölzern zusammengebastelt. Das kriegt dann noch einen schönen Anstrich, denke ich. Dafür bin aber nicht ich zuständig. Ja, dann haben wir ein schönes Möbelstück für unsere Terrasse. Das Ergebnis. Ein kleiner süßer Hocker. Das zeige ich euch mal, wo der hingehört. Zu welchem Stuhl. So, jetzt
habe ich noch 2 Stunden Zeit. Dann muss ich meine Kinder vom Kindergarten abholen. Und ja, ich denke, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen im Garten rumwursteln, hier und da mal ein bisschen was machen. Ich weiß noch nicht so genau. Aber ja, ratzfatz ist so ein Vormittag rum. Und ja, heute Nachmittag, wenn meine Kinder da sind, da weiß ich noch nicht so genau, was wir machen. Das ist auch, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Laune ist. Also manchmal machen die richtig gut mit und dann können wir noch irgendwas machen. Manchmal ist aber auch voll die Luft raus und die sind etwas kningelig oder anhänglich und dann gebe ich meistens auf und ja, hab dann macht dann nichts mehr. Die Frustration ist dann bei mir sehr schnell da, dass ich eben dann etwas sauer oder eben wütend, frustriert bin, dass ich nichts mehr schaffe, aber ja, das muss man einfach akzeptieren. Und ja, dann machen wir es uns, denke ich, auf der Terrasse gemütlich. Und ich habe ja auch angefangen, ein Spielhaus zu bauen für meine 2. Und ja, meistens wurschtel ich dann da vorne mit den beiden ein bisschen rum und baue da ein bisschen weiter. Also ich denke mal, das wird der Plan für heute Nachmittag sein. Ja, und jetzt ja, geht es noch ein bisschen in den Garten.
Ja, dass ich das letzte Mal geflochten habe, ist schon wieder eine Weile her. Und ich habe es nicht geschafft, die Weichpfanne sauber zu machen. Das werde ich jetzt erstmal nachholen. Leider komme ich momentan noch nicht so oft zum Flechten. Wenn es nach mir ginge, würde ich öfter flechten. So, hier noch angießen von meinen schönen Salaten und Kohlrabis. Und wenn ich es schaffe, dann werde ich das auch noch. Der Plan ist, alles schön zu mulchen. Nur die letzten Jahre hat immer die Zeit gefehlt. Naja, aber wir werden immer besser. Sehr gut. So, das war's. So, das war mein Vormittag. Jetzt ist es gerade super laut hier, weil da draußen ein Traktor unterwegs ist. Ja, in einer halben, dreiviertel Stunde hole ich meine Kinder vom Kindergarten ab und wir werden dann den Nachmittag draußen verbringen, auf der Terrasse. Und ich werde wahrscheinlich ein bisschen am Spielhaus weiter basteln mit den beiden und wenn ich es schaffe, werde ich ein bisschen mitfilmen. Und wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt, weil in der Regel mit Kindern schaffe ich dann eigentlich gar nichts mehr, was ich mir vornehme. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich riesig über einen Daumen hoch und ja, abonniert doch gerne meinen Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier auf unserem Hof weitergeht, wie wir in Richtung Selbstversorgung unterwegs sind und die nächsten Jahre immer mehr Gemüse anbauen und unseren Garten gestalten. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir wohnen zwar schon seit 4 Jahren hier, aber durch die Zwillinge haben wir eigentlich nicht viel, also eigentlich schon viel geschafft, aber man sieht eben noch nicht viel. Und ja, und durch meine Selbstständigkeit mit meinem Unverpacktladen, da bleibt natürlich auch nicht viel Zeit, nebenbei dann noch hier viel zu machen und daher werde ich ja meinen Laden auch aufgeben, um mehr Zeit hier in unsere Projekte investieren zu können und um mehr für meine Kinder da sein zu können. Ja, wenn ihr mir auf dem Weg folgen wollt, dann abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.